Moin moin, meine lieben Freunde, zurück zum Baku im Qualify mit dem Virus. Jawohl, ah, jawohl, ah, jawohl. So, ich gucke nochmal ganz schnell in Setup rein, ob Setup so geblieben ist, wie ich es eingestellt habe. Ja, ist es. Sehr schön. Was sagt das Wetter, mein junger Spund? Ja, wie gesagt, erst Sonne und dann gleich ein bisschen bewölkt, aber es gibt keinen Regen. Jo, wir fahren raus. Gut, dass ich ein bisschen gewartet habe und nicht sofort gedrückt habe, sonst hätte ich jetzt den Virus direkt vor mir. Oh, Schande. Ja, das ist beim Qualifying ist das echt scheiße sonst dann, wenn du einen vor dir hast, direkt. Jo, erstmal die die Einfahrrunde hier, Rausfahrrunde machen hier. Ja. Ich hab da gerade jemanden von mir gesehen. Ach, komm rum! Boah, das war knapp. Boah, ich hab's. Die Reifen an der Betonwand quietschen hören. Alter, geiler Effekt, ey. Hatte ich eben auch schon mal. Das ist echt heftig. Da weißt du aber, wie nah du schon dran warst, dir was kaputt zu fahren. Hier hast du halt immer direkt Beton, ne? Das ist halt. Oh, wieso ziehe ich immer so nah an der Bande vorbei, ey? Das ist schlimm. Ja, zum Beispiel beim Schloss hoch oder sowas geht's ja nicht anders, deswegen. Also ich glaube, wenn du bei der Strecke einen Spoiler kaputt hast oder sowas, dann hast du Arschkarte. Hier mit gelben oder hier da mit gelben Spoiler oder so. Mensch, das dauert aber ewig, bis das kommt, ey. /3:25, /3:26, Alter! Dafür zu spät gebremst. So, jetzt zählt's. Mal gucken. Hab ich den Science vor mir? Der blockiert mich jetzt. Na, Gondolama, das ist natürlich und, Kacke. Kannst sofort sagen, da gehen schon ein paar Zehntel oder wenn du Pech hast, Hundertstel schon wieder verloren. Er hat mich gerade vorbeigelassen. Der Spritstand ist sehr niedrig, dein Tank ist fast leer. Komm innerhalb von zwei Runden. Nein! Fuck! Ah, ich war so gut unterwegs. Ach, ärgerlich, da starte ich von hinten. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Wieder der nächste Sieg zum Verschenken. Ach, ist das ärgerlich. Mal gucken, was ich jetzt für eine Zeit habe. Kommt der RS-Mensch. Von ewig. Und da ich nicht mal eine Zeit gefahren habe, kriege ich auch noch nicht mal irgendwas. 1:42. Katastrophe. Dit kann ja wieder heiter werden. Auweia. Auweia. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ja, ich weiß. Benzin für eine Runde. Knack, 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 knack. Ach, nee, nee, nee. Peres, komm nur, du. Ach du Hund!
Das wir ist sehen doch geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen. Na, dann gucken wir mal, was der Hamilton macht hier. Alter, fahr doch, du blöder Pisser, ey! Stück Scheiße, du Gammelarsch, ey! Na, na, na. Da wäre eine geile Zeit gewesen und er, Alter, lässt mich nicht vorbei. Strunz, ey. Der Frontflügel ist schwer beschädigt. Hast du doch schon eine gute Zeit, was willst du mehr? Hätte noch, ich hatte 1,44 gehabt, Mann. Jo, ist ja egal. Reicht doch. Deswegen bin ich extra draußen geblieben. Also, ja, ich muss ja. Oh, 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 oh. Nein, nein, fahr langsam. Nicht die Reifen kaputt fahren. Egal. Dann ist jetzt Schluss. Eine sehr kurze Qualification. Okay. Ey, Spritus, Alus, Knallus. Verwahrlosung. Ich hatte 59, als ich in die Boxengasse bin. Du kannst mich mal. So, muss ja mal gesagt werden. So, dann haben wir denn noch draußen hier. Gucken wir mal dem Hamilton zu, was der jetzt hier macht. Nee. So, jetzt hat er fertig mit dem Methyrium. Ich will mal eben kurz auf die Zeiten gucken. Wenn ich dann endlich mal darf. Oh, Philippe Massa 1. Bis jetzt liegt bei 1,45,7. Dieser Jeff, der kann einfach den Schnabel nicht halten. Also der Hamilton und der Bottas, Stappen, Ocon, Stroll, Grosjean. Camillo ist, glaube ich, raus. Und der Ricardo, die müssen noch Zeiten fahren. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die abschneiden werden. Die Knallköpfe. Also, ja, Hamilton kommt jetzt gleich über die Linie. Oh, okay. Dauert aber noch. Also deine Zeit kriegt er nicht. Nee. Die fahren wieder so 1,48 rum. Okay. Okay. Das kann ja mit dem Überholen wieder heiter werden. Tja, bei der Strecke. Wollt ihr jetzt noch weiter zugucken oder wollen wir jetzt rüberspringen zum Rennen? Ja, aufgeben kannst du ja nicht. Wenn du Session aufgibst, dann ach, bist du ja auch Startseite als Letzter. Ach scheiße, wir müssen ja die 3 Minuten jetzt noch warten. Ja, ja. Kannst ja gerne Session beenden machen, aber dann bist du ganz hinten bei mir. Nee. Also. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Nee, Ziel fürs Rennen, 2. Platz reicht mir. Wird eine Heidenarbeit, aber egal, könnte hinhauen. Da fahre ich noch eine Runde. Von der Zeit her klappt das ja auf jeden Fall. Oh, wie viel jetzt ausfahren? Oh. Ach, scheiße. Ein gutes Satz, ich kann mir. Alter, gib doch mal Gas, was bist du für eine? Oh. Das Gute ist, ich darf mir gleich aussuchen, mit welchen Reifen ich starte und so weiter. Von daher ist das alles noch easy. Die habe ich mir jetzt überholt. Das war jetzt, Alter, nee. Die kriegen ja richtig durch die Gegend, ey. Potti, ich hab Potti vor mir. Und Magnussen. Oh, genau. Hier haben wir Philippe Massa, mal gucken. Und der ist erst bei seiner Rausfahrrunde, okay. So. Oh, da hat er sich aber stark verbremst, du. Stehende Reifen gehabt, du. Dein Frontflügel hat etwas blockierende Reifen, so. Geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern.
kann man mal sehen, wie langsam die unterwegs sind, obwohl das eine Qualifikation ist, dass die sich nicht gut platzieren, das sehr interessant. Aber schon Ende Boxengasse die Leute so überholen muss, weil die auf der Bremse stehen, also wow. Zeit jetzt nicht mehr, aber jetzt auch mal wenigstens einmal die Strecke gezimmert, ey. Ja, da müssen wir jetzt wahrscheinlich auch gleich mal sehen. Die Zeiten sind ja wahrscheinlich jetzt alle durch mittlerweile, hoffe ich mal. Nee, noch nicht ganz. Ein paar fehlen noch. Leider. So, dann mal runter mit dem Monitor. So, und jetzt darf ich die Tasten drücken. Das wäre schon geil. Aber, nö, ich muss jetzt erstmal warten, bis die Reifen abgedeckt sind. Was auch, warum auch immer das so gehandhabt worden ist. Diese blöde Kurve beim Schloss hoch. Bin ich mit dem Reifen hängen geblieben. So, ich bin aber auch froh, dass ich jetzt hier rein bin, weil 16 von 20 auf der Strecke und jetzt die laufen die letzten 3, 4 Sekunden. Das diese ist 20 auf dem Tempo. Okay, da, ja, gut. Ja. Guck. Gucken, auf welchem Reifensatz ich fahre. Yeah. Ich würde erstmal sagen, wir sehen uns zum Renntag. Gucken wir mal eben schnell durch hier. Warum? Groß keine Überraschung mehr gegeben. Toro Rosso, ja gut, die Toro Rossos haben sich relativ gut qualifiziert, muss man sagen. Ja gut, die Red Bulls auch wieder so einigermaßen. Bis auf, Sergio Perez, der Force India auf Platz 4, krass. Das ist schon mal nicht schlecht. Naja gut, meine lieben Freunde, da seht ihr noch das Ergebnis und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Rennen. Bis dann. Ja dann, bis zum Rennen.